Internationaler Frauentag. Haben wir Frauen schon die Hälfte? Nein, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und gerade Corona hat uns gezeigt, wo denn die wirkliche Last in der Gesellschaft liegt. Und die Pandemie hat aufgezeigt, wo wir noch riesige Aufholbedarfe haben. In der Chancengleichheit, in der Gleichberechtigung. Und vor allem bei den Einkommen sieht man es, dass die Frauen immer noch viel, viel weniger verdienen für das, was sie leisten. Und ich denke, es kann ein gemeinsamer Kraftakt sein. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Internationalen Frauentag auch gemeinsam zu begehen. Weil die Männer sind sicher auch mit dabei. Der Internationale Frauentag ist für mich ein Barometer dafür, wie viel wir in der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern erreicht haben. Und da denke ich immer an die mutigen Frauen, die vor uns gelebt haben und vieles für uns erreicht haben. Ich bin mir aber auch bewusst, wenn man es mit einem Laufvergleich jetzt macht, was Frauenpolitik bedeutet, es ist keine Kurzstrecke, es ist ein Marathon. Und wir müssen dranbleiben und wir müssen vor allem mehr Gerechtigkeit haben bei unbezahlter Arbeit, dass die gleich verteilt wird und dass alle beiden Geschlechter diese unbezahlte Arbeit auch verrichten. In den letzten Jahren zuvor haben wir den Internationalen Frauentag immer genutzt, um den Tag der offenen Tür in der WIF Frauen- und Familienberatungsstelle in Völkermarkt zu feiern und zu zelebrieren. Heuer in dieser Covid-19-Pandemie ist es ein Stück anders und der Tag der offenen Tür kann leider nicht stattfinden. Es ist uns wichtig zu betonen, es wird den Internationalen Frauentag so lange brauchen, bis jede Frau auf dieser Welt selbstbestimmt über ihr eigenes Leben entscheiden kann. Aus taktischen Gründen leise zu treten, hat sich noch immer als Fehler erwiesen. Johanna Donal. Mujeres unidas, jamás serán vencidas. Mujeres unidas, jamás serán vencidas. Mujeres unidas, jamás serán vencidas. Für mich in der Vorbereitung war einfach wichtig, warum darüber nachzudenken, selber mal nachzudenken. Warum ist dieser Frauentag immer noch wichtig? Wir sind ja heute schon fortgeschritten, vieles hat sich verändert. Aber mir ist es einfach wichtig, für uns selber diesen Frauentag zu überdenken, unsere Rolle, was will ich tun, mir meiner Wertigkeiten bewusst werden wieder und einfach mich stark fühlen. Ich bin fähig, was immer ich will, ich kann es tun. Weil dieser Tag die Möglichkeit bietet, aufzuzeigen, dass Feminismus für eine bessere und fairere Welt für alle steht. Auch 2021 Mädchen und Frauen in Österreich nicht die gleichen Rechte haben. Und solange geglaubt wird, dass Mädchen und Frauen lieber Schokolade und Blumen anstatt gleiche Berechtigung und gerechte Löhne bekommen. Für ein gutes Leben für alle. Es gibt immer noch veraltete Rollenbilder. Meistens bleiben Mütter zu Hause bei den Kindern. In dieser Konstellation haben Frauen das Nachsehen, denn nach einem Ausstieg ist ein Wiedereinstieg in den Beruf meistens sehr schwer möglich. In Österreich gehen nur ca. 8% der Männer in Karenz. Es geht auch um Solidarität, um Frauensolidarität zwischen Frauen aller Schichten und aller politischen Ausrichtungen, die sich zusammentun, zusammenschließen und gemeinsam für die Anliegen der Frauen einstehen. Ja, wir brauchen den Internationalen Frauentag. Allein die Tatsache, dass nach wie vor viele Frauen von Opfer von Gewalt werden, jede vierte, jede dritte in einer Beziehung lebende Frau wird Opfer von Gewalt, zeigt, dass wir den Internationalen Frauentag benötigen. Am Internationalen Frauentag soll auf die Gleichberechtigung und auf die Frauenrechte aufmerksam gemacht werden. Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer und nehmen längere berufliche Auszeiten wegen der Kindererziehung und arbeiten häufiger in Teilzeit. Der Internationale Frauentag ist ein Tag der Frauensolidarität. Also für mich ist es sehr wichtig, den Internationalen Frauentag zu feiern, besonders in einem Jahr wie dem jetzigen in der Pandemie. Ich hätte wahrscheinlich vorher gesagt, es ist auch schon, dass wir das noch immer brauchen, aber es ist einfach durch die Pandemie bedingt, ist es so, dass die Frauen den Hauptteil der Krise stemmen und es einfach wichtig ist, dass wir uns speziell am Internationalen Frauentag wieder daran erinnern, welche gewaltige gesellschaftspolitische Leistung die Frauen vollbringen. Es ist wichtig, den Frauentag zu feiern, weil gerade bei uns im Bezirksspital ist es für die Frauen eine große Herausforderung, eine Arbeit zu finden oder für die Kinder jemanden zur Betreuung zu finden, weil einfach die Infrastruktur nicht so ausgebaut ist, wie sie
wie es sein sollte, und weil auch viele Frauen vom ländlicheren Bereich dann einfach keine Möglichkeit haben, ihre Kinder in irgendwelche Betreuungseinrichtungen zu geben. Warum feiere ich den Internationalen Frauentag 2021? Aktuell sehe ich die Situation von Frauen bei uns in Kärnten symbolisch eher wie steinhartes, vertrocknetes Brot und eine verwelkte Rose. Aber ich feiere den 8. März trotzdem, weil ich an das Potenzial, an die Kreativität und an die Möglichkeit glaube, dass Frauen aus ihrer Opferhaltung aussteigen können. Aus meiner Sicht ist es wichtig, den Internationalen Frauentag zu feiern, weil ich finde, dass in unserer Gesellschaft Männer die Norm vorgeben und Frauen entsprechen dann eigentlich nicht der Norm. Und da möchte ich ein Beispiel dazu geben. Es wird davon ausgegangen, eine 40-Stunden-Woche arbeiten zu können. Frauen machen aber ganz viel Care-Arbeit, ob sie jetzt zu Hause pflegen, ob sie die Kinder großziehen. Und das ist irgendwas, was in unseren Köpfen normal ist. Aber in der Struktur oder strukturell heißt das, dass das Pensionssystem nicht darauf reagiert hat und die Frauen dann nie den vollen Pensionsanspruch erhalten können. Und somit ist die Altersarmut vorprogrammiert. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, müssen auf die Flucht gehen und sich und ihre Geschichte verstecken, um geschützt zu sein. Gewalttätige Männer hingegen können sich frei bewegen und ihrem Alltag nachgehen. Wie verkehrt ist das denn? Unser erklärtes Ziel ist es, Frauen zu stärken und zu vernetzen. Strukturelle Benachteiligungen sind besser im Kollektiv zu beseitigen als individuell. Wir unterstützen Frauen, ihre Situation nachhaltig zu verändern, und wir möchten sie bestärken, traditionelle Rollenmuster zu verlassen. Schreiten Sie mutig und selbstbestimmt in Ihre Zukunft.